Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Wir starten jetzt die Episode 12, die Königin ist tot. Und bevor wir gleich beginnen, möchte ich euch noch schnell sagen, dass ich jetzt das mit der Linkslastigkeit in den Griff bekommen habe, denn man hat den Ton im Spiel immer normal gehört, nur meine Stimme eben immer beim linken Lautsprecher, eben diese Linkslastigkeit, und das habe ich jetzt so in den Griff bekommen, dass man mich jetzt so zentral hört. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im vorletzten Video hat man mich sehr leise gehört. Ja, Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. FBC, keine Bewegung! Na los, Hände hoch! Morgan Lansdale. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien. Ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Da ist es. Die Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Wir nähern uns dem Absetzpunkt. So, anscheinend gehen wir jetzt wieder auf Tauchfühlung. Naja. Anscheinend gibt es jetzt noch ein drittes Schiff, die Queen Dido, die jetzt anscheinend mit Terra Grigia in den Meeresgrund gesunken ist. Anscheinend sind da die Überreste von Veltro. Das ist die Queen Dido. Die dritte Queen. Und wie gesagt, das mit dem Ton im vorletzten Video, da habe ich das nicht gescheit eingestellt. Von meiner Stimme her, da war einfach der Spieleton zu laut, dass er mich gescheit versteht. Wie gesagt, dafür wollte ich mich noch mal entschuldigen. So. Schiffswrack müssen wir jetzt untersuchen. Und mal wieder muss die Frau ran. Weil der Chris einfach nicht so gentlemanlike ist und uns die Tür nicht mehr öffnet oder offen hält. So. Gut, was haben wir denn hier? Schrotgewehrmunition. Ich sehe auch gerade, wir können uns gerade nicht verteidigen, weil wir keine Waffe ziehen können oder gezogen haben. Irgendwie sieht auch diese Taucherausrüstung sehr klumpig aus. Das ist ein Gerät, das wir da im Bauch so Kunden haben. Anscheinend haben wir gerade diese Türen da mit dem Schneidbrunner geöffnet. Es ist so ruhig, als ob die Zeit stillsteht. Diese Klumpen vom Strand, die sind von hier. Deshalb hat Morgan das Gebiet abgesperrt. Hm.
Gewehrmunition. So, was ist denn das eigentlich für ein Viech? Ich will das mal untersuchen. Ah, okay. So ein Wurm, den wir auch mal in der ersten Folge bekämpft haben. Oder gab es ja mehrere? Also ich meine, am Strand haben wir schon mal gegen diese Viecher gekämpft. So, dann mal hier durch. Ich habe gerade im Hintergrund gesehen, dass da Haie waren. Ja. Nicht nur einer. Sondern auch mehrere. G-Munition. Ein illegales Zubehör, auch sehr schön. Und ein grünes Kreuzchen liegt da noch. Das wir aber nicht aufnehmen können. So, mach mal die Tür auf. Also die Animation, um die Tür zu öffnen, ist schon irgendwie komisch. Einmal rauf, runter, rauf, runter. Das ist noch ein Typ von Veltro. Zumindest ist er als Mensch gestorben, mehr oder weniger. Ich frage mich, ob die Leichen am Strand wohl von Veltro sind. Ah ja. Da lebt noch was. Vorsicht, unter Wasser wirst du sie nicht los. Schnell mal rüber. Was ist denn hier wieder? Munition. Ach, scheiß Gewehrmunition. Braucht man eh nicht, weil die Sniper ist ja so nutzlos hier. Was liegt denn hier Schönes? Munitionsgewehr. Munitionskiste nur für Gewehr. Naja. Ja, die kann man echt vergessen, die Sniper in dem Spiel hier. So, open the door. Das ist echt geil. Ich will da immer die Türen öffnen mit dem Ding. Oh, ich sehe schon, wir haben wieder genügend Munition. Die Tür geht nicht auf, es scheint, ja. Ein elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Okay, mal sehen, ob ich den Strom ankriege. Okay. Dann mal hier weiter. Er muss noch irgendwelche Drähte reparieren. Entweder den Strom wieder anstellen müssen, wie üblich. Okay, es wird gespeichert. Oh Gott. Einer dieser Würmer wieder. Vorsicht, dass uns nicht sieht. Muni. Ah, Magnum-Munition. Sehr schön, sehr schön. Oh shit. Ach du Schande. Just what the fuck? War das? Nicht ernsthaft, Leute. Ich kann mich nicht wehren unter Wasser. Da kommt das Scheißviech und killt mich einfach so, oder frisst mich auf, besser gesagt. Mit seinem fetten Maul. Ich glaub's nicht. So, jetzt vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt hol ich mir nochmal schnell die Magnum. Der ist tot, der Wurm. Oh Gott. Anscheinend schwimmt er einfach nur so bestimmte Ebenen entlang. In einer gewissen Reihenfolge. Da ist eine Impulsgranate, sehr schön. Mal 8 Stück. Wo ist denn der jetzt? Gehen wir schnell weiter hier. Die Musik ist auch irgendwie sehr komisch. Intro.
interessant. Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Was haben wir hier noch? MG-Munition. Da war, glaube ich, der Dings. Oder? Ja. Das soll das Problem lösen. Ne? Krass, wie das Ding auch einfach so funktioniert. Okay. Gespeichert wurde auch. Gehen wir schnell zurück zu Chris. Was ist denn das Viech jetzt? Ach, das kommt da. Entlang. Machen wir schnell zurück. So, jetzt. Jetzt. Schnell. Okay, man darf diesen Viechern einfach nicht in den Mund direkt reinschwimmen. Und sonst ist es aus. Oh Gott. Schnell. Das war knapp. So, da sind wir wieder. Okay, gehen wir rein. Jawohl. Da, Gewehrmunition. Sonst noch irgendwas Nützliches? Okay. Doch nicht. Ah ja, da oben scheint wieder Luft zu sein. Und wieder muss die Jill alles machen. Ah ne, das war diesmal auch der Chris, oder? Und hat sie einfach nur dran gedreht und er hat's hochgeschoben. Die Luke geöffnet. Hier gibt's genug Luft. Chris, komm her! Er ist noch nicht lange tot. Na, wer sitzt denn da? Von der FBC. In der Hand. Mal sehen, was da drauf gespeichert ist oder drauf gespielt. Diktiergerät aufgenommen. Hier Agent Daryl Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden, wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot, vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Veltro, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache ließ sie überleben. Oh Gott. Alter. Alter Verwalter. Wie es aussieht, können wir wieder Genesis benutzen. Und wir haben auch wieder Munition bekommen. Die Decke irgendwie hinunterbricht. Mit MG-Munition, Schrotgewehr. Und wer sitzt da oder liegt da? Hallo? Auch einer von Relto. Okay, kann man nicht mehr betrachten. Ne? Ja, krass, 376 Munition haben wir jetzt halt für allein für die G36 heißt die, glaube ich, die wir haben. Also die MG sozusagen. Oh, wer ist hier? Ding, ein paar Mutierte. Käfer-Tokus. Oh mein Gott. Starb als Märtyrer für die Weltursache. Wer ist hier? Ekrem Ataizi.
Er hatte einen starken Willen und kämpfte bis zuletzt gegen die Mutation. Ugolino Baronio, weltreu, treu ergeben und ein treuer Freund, Ruhe in Frieden. Märtyrer für ihre Sache. Gilberto Leone, nichts liebte er mehr als seine Frau, von Weltreu abgesehen, Ruhe in Frieden. Was hier noch? Hashim Kada, ich kämpfte für die Sache, auch wenn ich nicht mehr ich selbst bin. Und wer ist noch da? Lydia Leone, auf dass eure Kinder in einer Welt ohne Lug und Trug aufwachsen. Ach du Schande. Hier ist noch ein Bericht, kann man den lesen? Nee. Ah, da ist noch was. Ach so. Es wird immer unheimlicher irgendwie. War krass, wie die da alle einfach so da liegen. Wow. Spuren der Tragödie. Haben wir wieder Handabdruck gefunden? Hat da jemand die Tage gezählt oder was? Sie haben nach dem Schiffbruch die Tage. Ah ja. Wie haben sie es nur geschafft, hier drin ein ganzes Jahr zu überleben? Ja, das frage ich mich auch. Okay, sonst scheint hier nichts mehr zu sein, aber schon krass. Wird alles so da liegen, aber ich bin schon irgendwie leid. Ach, das ist der Typ von vorhin. Bereits tief unten im Meer. Es gibt kein Entkommen, keine Chance zu überleben. Es sei denn. Das ist der Norman. Was hat er jetzt vor? Will er sich denn jetzt selbst spritzen oder was? Sieht so aus. Ah ja. Nein, nicht noch ein Boss. Krass. Jack Norman war der Kopf von Veldro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Das ist ja der, mit dem der Norman vorher geredet hat. Der Morgan. Das war der Norman. Der wurde ja auch verraten. Alle wurden verraten von Morgan Lansdale. So, da scheint es weiter zu gehen, ne? Mal schnell in der Waffenkiste nachschauen. Genau, wir haben nämlich kritisch 1 anscheinend bekommen und aufgeladener Schuss 2. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und wir haben schon wieder fast 20 Minuten erreicht, deswegen würde ich sagen, beenden wir nun mit der Aufnahme dieser Folge. Und ja, mal sehen, was dann aus ihm geworden ist, aus dem armen Norman. Jetzt wollte ich schon wieder Morgan sagen, ich verwechsel die dauernd. Na egal. Gut, dann bis gleich.